Schande, Schande, rufen sie. Vom Maidan wollen sich die letzten Besetzer nicht vertreiben lassen. Sie selbst mögen sich weiter als Aktivisten betrachten. Viele Anwohner sehen in ihnen nur gescheiterte Existenzen. Kiews neuer Bürgermeister Klitschko will durchgreifen. Die Zelte und Barrikaden würden nicht mehr benötigt, 6 Monate nach dem Regimewechsel. Die Stadt müsse zum Alltag zurückkehren. Davon ist der Osten der Ukraine weit entfernt. Spuren der Gefechte zwischen Armee und prorussischen Separatisten in Donetsk. Wieder soll ein Zivilist getötet worden sein, aber auch 13 Soldaten. Nicht genug damit. Die Regierung behauptet, sie habe eine Invasion russischer Soldaten vereitelt, die getarnt gewesen sei als humanitärer Hilfskonvoi. Das hatte nur ein Ziel, nämlich einen tiefen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu provozieren. Moskau tut das als Märchen ab. Doch dass das ukrainische Militär in einen Kampf mit russischen Einheiten gezwungen werden könnte, das sieht auch die NATO so, habe Russland doch 20.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.